Hallihallo, ihr da draußen, da bin ich wieder. Ich habe einen neuen Hut auf und ich habe einen neuen Text mitgebracht. Und heute ist alles seitenverkehrt. Da ist die Uhr. Das liegt daran, dass ich heute eine andere Kamera verwende, nämlich die vom Leppi. Jetzt aber zum neuen Text. Er heißt Ausstieg vom Aufstieg. Die Welt dreht sich schnell und schneller. Und du kriegst den Mund nicht mehr zu. Dir hängt der Kiefer runter. Schon seit Wochen. Oder sind es Jahre? An irgendeiner Stelle hättest du aussteigen sollen. Nur wann war das? Du hast deinen Stopp verpasst. Und jetzt wirst du mitgerissen, wo du doch eigentlich gegen den Strom schwimmen wolltest. Du hast es ja versucht. Immer wieder, immer aufs Neue. Aber es ist so anstrengend und du bist erschöpft. Äußerlich lief alles nach Plan. Du hast dieses schöne Reihenhaus mit der schönen Frau darin und den zwei schönen Kindern, mit dem schönen Hund und dem schnellen Auto vor der Tür. Jeden Tag bist du um 7.30 Uhr ins Büro gefahren und hast erledigt, was dir ein anderer auftrug. Und dann bist du wieder heimgefahren und hast mit deinen Lieben zu Abend gegessen an deinem schönen großen Holztisch im Designer-Wohnzimmer im schon halb abgezahlten Haus. Zweimal im Jahr seid ihr in Urlaub gefahren, einmal zu den Verwandten in den Schwarzwald und dann war immer noch eine schöne Reise innerhalb Europas drin. Ein paar Mal bist du auch schon mit der ganzen Familie weiter weggeflogen. Eine Fernreise. Denn man möchte ja auch was sehen von der Welt. Sogar in New York warst du schon. Den Kurztrip hat dir die Gattin zum 50. geschenkt. Ein lang gehegter Wunsch von dir. Dazu die Jungs vom Tennisclub. Mit denen kann man mal richtig auf den Putz hauen und sich auch mal ohne Frauen amüsieren. Männer unter sich halt. Und wenn dir manchmal alles ein bisschen viel wurde, dann gab es ein paar Bierchen in der Kneipe am Eck. Du hast alles richtig gemacht. Du hast dir Mühe gegeben. Du warst ehrlich, fleißig und ausdauernd. Nur die Zeit, die hat nicht mitgemacht. Unkooperativ ist sie vergangen, ohne auf dich zu warten. Gestern Morgen sahst du im Spiegel einen noch nicht ganz alten, aber auch nicht mehr besonders jungen Mann. Du bist müde. Du brauchst eine Pause. Also lässt du los. Wirst ein Stück Treibholz, ohne Willen, ohne Ziel. Du gibst die mühselige Verantwortung ab, lehnst dich zurück und genießt die Aussicht. Auf einmal kannst du wieder atmen, beginnst dich wieder zu spüren. Du fühlst dich leicht und geschmeidig. Du gleitest stromlinienförmig dahin. Du bleibst morgens einfach im Bett. Du stehst nicht mehr Punkt 6.30 Uhr auf. Du stehst gar nicht mehr vormittags auf. Du lässt die Vorhänge zu. Im Bett ist es kuschelig und warm. Du fühlst dich geborgen, du fühlst dich sicher. Die Frau, die Kinder, die Arbeitskollegen, die Jungs vom Tennisclub, die können auch mal ohne dich. Du gehst in den Wald und lauschst dem Vogelgezwitscher. Du fährst ans Meer und blickst zum Horizont. Du legst dich auf eine Wiese, die ist weich und kühl. Wer hätte das gedacht? Du schließt die Augen und wirst immer kleiner.
Du bist fast weg. Du bist noch da. Du denkst, dass du noch ein paar gute Jahre vor dir hast. Du liebst die Frau und die Kinder und den Hund. Das schnelle Auto und das Reihenhaus sind schön und mir herzlich egal, denkst du. Ich habe mich gar nicht aufgegeben, denkst du, nur vergessen. Jetzt bist du dir wieder eingefallen. Vielleicht wirst du morgen wieder zur Arbeit gehen. Vielleicht wirst du morgen kündigen. Es ist mein Leben, denkst du. Ich entscheide.